Wir versuchen mal heute Flächen von Trapezen einfach zu berechnen. Es geht eigentlich ganz einfach. Wir fangen noch mal ganz kurz an. Es ist mal Folgendes passiert, es ist tatsächlich passiert. Da war ein großer Stapel im Lager. Und zwar, wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, da ist wirklich tatsächlich mal passiert. Da war ein großer Stapel im Lager und der Lagerleiter rief zu einem Lehrling: Sag mir mal ganz schnell, wie viel haben wir von diesen und jenen Kisten? Und da ist er beigegangen, hat angefangen zu zählen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das ging die ganze Zeit so weiter. Der Lagerleiter ist bald zum Iltis geworden und dann rief er ihn und sagte: Was machst denn du? Ja, ich zähle, Chef. Ach du lieber Gott. Mensch, geht doch ganz einfach. Guck mal, du zählst hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 30. Das heißt also 6 Kisten und das sind dann 5 Kisten. Und dann rechnest du einfach bloß 6 mal 5. Und dann weißt du, wie viele das sind. Ach so, Chef, na gut. So ähnlich ist es beim Pflastern auch, wenn wir zum Beispiel große 1 Meter mal 1 Meter Flächen auslegen wollen mit großen Platten. Und machen das ein paar Mal, jetzt könnte ich mich dumm und dämlich malen hier, dann ist das ganz einfach hier in diesem Fall 1, 2, 3 Quadratmeter. Denn 1 Meter mal 1 Meter ist 1 Quadratmeter. Und so kann ich die zusammenzählen. Das heißt, ich muss bloß die Platten zählen letzten Endes und kann sagen, 1 Meter, noch 1 Meter, 2 mal 3, 6 Quadratmeter. Insgesamt 6 Quadratmeter. Das ist nichts Neues, das kennt ihr auch. Dieses Prinzip, das müssen wir aber auch auf alle möglichen Maßeinheiten anwenden. Aber ich lasse das mal weg. Kennt ihr, ist jetzt nicht so gefährlich. Aber ich sage Trapeze. Ich sag mal, wenn die Grund- und Deckseite gleich sind, dann können die anderen Seiten aussehen, wie sie wollen. Also Deckseite, Grundseite. Wenn Deckseite parallel zur Grundseite ist, dann ist das ein Trapez. Jetzt sage ich, das hier ist auch ein Trapez. Warum ist das auch ein Trapez? Weil die Deckseite und die Grundseite wieder parallel sind. Auch das ist ein Trapez. Ihr kennt das wahrscheinlich unter anderem Namen. Das eine heißt, hier in diesem Fall, das rechte ist ein Rechteck, hier ist es ein Parallelogramm. Aber auch hier gilt, Grundseite und Deckseite sind sind parallel, also ist das auch ein Trapez. Das gleiche gilt auch hier beim Quadrat. Auch das hat eine Grundseite und eine Deckseite. Wichtig ist bei der ganzen Flächenberechnung Folgendes. Die Fläche ermittelt sich eigentlich aus Grundseite mal Höhe. Aber das gilt nur bei diesen dreien, beziehungsweise das gilt nur, wenn Grundseite und Deckseite gleich lang sind. Grundsätzlich kann man Folgendes machen. Man kann sagen, um sicher zu gehen, sage ich ganz einfach, die Höhe, die brauche ich ja jedes Mal, die muss senkrecht stehen, senkrecht auf der Grundseite stehen. Hier ist die Höhe auch. Hier ist die Höhe auch. Und hier ist auch eine Höhe, auch in unserem Quadrat, überall eine Höhe, eine Höhe, eine Höhe. Dann könnte ich das so rechnen. Aber um ganz sicher zu gehen, sage ich, so wie bei den Zensuren, wenn ich also eine 1 und eine 5 habe, wie stehe ich dann im Durchschnitt? Dann sage ich, 1 plus 5 ist gleich 6. Und weil es zwei Zensuren sind, teile ich nochmal durch 2. Also 6 durch 2, dann stehe ich 3. Und genauso macht man es hier auch. Wenn die Grundseite zum Beispiel 5 Meter ist und die Deckseite gleich 3 Meter, dann bilde ich einfach den Durchschnitt und sage 5 plus 3 ist 8, teile durch 2, dann habe ich genau den Durchschnitt der beiden Seiten und kann sagen, das ist 4 Meter. Also ich sage Grundseite plus Deckseite durch 2 und dann nehme ich alles mal h. Ich muss aber diesen Term hier zuerst ausrechnen. Ob das hier auch gilt, wenn Grundseite gleich 5 Meter und Deckseite gleich 5 Meter ist? Probieren wir es mal aus. Dann sieht die Formel wie folgt aus. A ist gleich Grundseite 5 Meter plus Deckseite 5 Meter durch 2 und dann nehme ich mal h. Was nehmen wir als h? H nehmen wir mal 2 Meter an. 2 Meter. Überall 2 Meter. So, und jetzt nehme ich mal h, 2 Meter. 5 plus 5 ist 10 Meter, durch 2 ist 5 Meter. Ach, naja, war ja auch klar, der Durchschnitt, wenn ich 2 mal 5 habe, dann stehe ich 5. Also 5 plus 5 ist 10, durch 2 ist 5, 5 mal 2, die Fläche ist demzufolge 10 Quadratmeter. Bis dahin logisch?
So, das gleiche könnte ich, die gleiche Rechnung könnte ich jetzt hier anwenden und hier auch anwenden. Bloß da sagt man, das wäre eigentlich auch hier Schmuck am Nachthemd. Ne? Das wäre Quatsch. Warum soll ich erst einen Durchschnitt umständlich berechnen? Dann sage ich gleich Grundseite mal Höhe. Das heißt also, diese Sicherheitsformel, die grundsätzlich bei allen Trapezen funktioniert, denn hier habe ich es auch mit Trapezen zu tun, die kann ich genauso anwenden auf alle anderen Trapeze, obwohl das schon Sonderfälle von Trapezen sind. Nämlich, da sage ich, dann gilt für die anderen drei abgekürzt Grundseite mal Höhe. Damit habe ich die Fläche auf einen Schlag. Hat es geknickst? Jetzt hatten wir ja nebenbei gelernt, dass das durchaus so sein kann, dass wir sagen, was ist mit einem Dreieck? Wenn ich zum Beispiel ein rechtwinkliges Dreieck habe, dann kann ich mir das wie folgt vorstellen. Wenn ich das hier nochmal rumklappe, das heißt hier nochmal hinmale, habe ich die Erkenntnis, dass ich sagen kann, naja, das ist ja ein halbes Viereck. Und in diesem Fall, ach Mensch, das ist ja noch besser. Dann kann ich ja sagen, das ist ja ein halbes Rechteck. Wunderbar. Aber wir kennen folgende Formel zur Flächenberechnung eines Dreiecks. Da sagen wir einfach, weil es ein halbes Viereck ist, sagen wir A ist gleich G mal H, aber wir teilen das alles durch 2. Durch 2 bedeutet, das ist ein halbes Viereck. Jetzt habe ich mal einen Vorschlag und jetzt gehen wir mal in Gedanken sogar. Na, ich sag später, was ihr dann gemacht habt. Wir nehmen mal diese Formel hier. Diese Formel. Und diese, ne, diese Sicherheitsformel, die grundsätzlich für alle Trapeze gilt. Und wir schnappen uns mal die Formel und versuchen die mal so umzubasteln, dass daraus wirklich eine Flächenberechnung eines Dreiecks wird. Und zwar, das mache ich jetzt mal blau. Stellt euch mal vor, wir hätten so ein Trapez mit einer ganz kleinen Deckseite, die parallel ist. Die Deckseite, hier die Grundseite und natürlich hier senkrecht die Höhe. Wir hätten eine Grundseite von, bleiben wir bei 5 Metern, und eine Deckseite, so klein kann ich es jetzt gar nicht malen, von 0,1 Meter. Wie sieht denn das Ding schon fast aus? Genau, das sieht schon fast aus wie ein Dreieck. Und wenn ich mir jetzt die Fläche mal angucke, dann sieht die Fläche so aus, dass ich sage, Grundseite 5 Meter plus 0,1 Meter, das alles teile ich durch 2 und dann nehme ich mal H, nehmen wir mal 3 Meter hier an. Wie sieht das dann aus? Mal 3 Meter, dann habe ich A ist gleich 5,1 durch 2. Ne? 5,1 durch 2 ist 2,05. 2,05 Meter und das mal 3 Meter, dann kriege ich eine Fläche raus. Jetzt muss ich multiplizieren, das kann man schriftlich machen. 3 mal 5 ist 15, hier eins gemerkt. 3 mal 0 ist 0, also eine 1. Jetzt kommt das Komma, 3 mal 2 ist 6, 6,15 Quadratmeter. Okay. Jetzt nehmen wir mal wieder unser Trapez und ich schreibe G ist gleich 5 Meter. Und jetzt mache ich die Deckseite mal klitzeklein, sodass es wirklich aussieht wie ein Dreieck. Und zwar, die Deckseite ist gleich 0 Meter. Mal sehen, ob unsere Formel noch funktioniert. Die Höhe bleibt wieder bei 3 Meter bestehen. Das heißt also, ich lasse die Deckseite immer kleiner werden. Mal sehen, was passiert. A ist demzufolge, schreiben wir es ruhig ausführlich nochmal hin, 5 Meter plus 0 Meter geteilt durch 2 mal 3 Meter. Dann ergibt sich, 5 plus 0 ist 5, durch 2 ist 2,5 mal 3 Meter. Hatte ich hier 2,05 gesagt, 2,55. Demzufolge ergibt sich hier was anderes. Entschuldigung, ich habe hier Mist gemacht. Das muss natürlich anders sein. 3 mal 5 ist 15, 3 mal 5 ist nochmal 15, 16, 3 mal 2 ist 6 und 1 ist 7,65 Quadratmeter. Pardon. So, und hier ergibt sich dann 2,5 Meter mal 3 Meter. A ist gleich 7,5 Quadratmeter. Bis dahin noch logisch. Ich mache mal kurz Pause. Und jetzt nehmen wir mal diese Erkenntnis hier rechts. Die fassen wir mal in allgemeine Formeln. Also das hier, diesen ganzen Komplex hier. Das versuchen wir mal zu verallgemeinern, damit wir eine echte Dreiecksformel ermitteln können. Und da sieht es wie folgt aus.
Jetzt sagen wir also, ich mache jetzt in Schwarz weiter, wenn ich, hier habe ich direkte Zahlen eingesetzt, wenn ich A so ermittle, A ist gleich Grundseite, weil sie noch da ist, plus keine Deckseite, 0, ich mache mal eine EDV 0, das ist so eine durchgestrichene, und teile durch 2 und nehme dann mal H, weil die Höhe ja da ist, dann kann ich mir das plus 0 tatsächlich ersparen. Also heißt das, G durch 2, oh, die 2 war nicht schön, durch 2 mal H. Oder ich kann das umschreiben als G mal H und ich nehme alles gemeinsam durch 2. Und was haben wir ermittelt? Täterätä, hier ist er. Diese hier. Auch die mache ich jetzt mal rot, weil die so schön ist. Und die haben wir auf diese Art und Weise genauso ermittelt. Bis dahin klar? Wir haben jetzt mal zusammengefasst, haben uns nochmal über die einzelnen Begrifflichkeiten nochmal, haben wir uns nochmal Klarheit verschafft. Und diese Formel, die könnte man eigentlich auch so hinschreiben. Die hier. Die könnte man so hinschreiben. Wir haben eine Dreiecksformel insofern ermittelt, dass wir gesagt haben, wir ermitteln die Fläche, indem wir die Grundseite und die Deckseite addieren, durch 2 teilen, mit der Höhe mal nehmen, aber wir lassen D gegen 0 gehen. Ich schreibe die 0 gerne so, damit keiner denkt, das wäre O. Wir lassen D gegen 0 gehen. Ganz nebenbei. Also das müsst ihr nicht wissen, aber wenn ihr das später in der 11. Klasse habt, man sagt auch Grenzwerte und so weiter, das hängt alles damit zusammen. Limes und solche scheinbar komplizierten Ausdrücke. Das ist eigentlich ganz leicht. Wir haben D gegen 0 gehen lassen und haben damit eine Formel ermittelt, mit der man auch Dreiecke ermitteln kann. Das bis dahin erstmal. Schön. Wir machen jetzt mal eine Übung. Jetzt seid ihr gefordert. Und zwar, ich sage euch einen Text. Ihr schreibt gegeben hin und ihr schreibt euch die wichtigen Dinge aus dem Text heraus. Na denn, fangen wir mal an. Ein Gartengrundstück liegt an einer geraden Straße und die Straßenfront ist 15 Meter lang. Wenn man sich das in Kurzform aus dem Text herausschreibt, sieht das so aus. Die hintere Grundstücksgrenze ist 11 Meter lang und sie ist parallel dazu, zur Straßenfront. Die hintere Grenze ist von der Straßenfront 14 Meter entfernt. Zu ermitteln ist die Fläche dieses Grundstücks. Die Lösung sieht so aus, dass wir erstmal das, was wir im Text hatten, erstmal als Skizze malen. Zwei Linien, Straßenfront, hintere Grenze. Die anderen Linien kennen wir nicht. 15 Meter, ohne Lineal. 11 Meter, ach so, 11 Meter. Und die Entfernung, 14 Meter. Das schreiben wir erstmal ran. Dann verbinden wir die Linien und wir sollen die Fläche ermitteln. Und jetzt machen wir uns erstmal Gedanken, wie könnte man zu diesen Linien sagen? Was sagen wir zu den 11 Metern? Oder? 11 Meter hier, die 11 Meter. G wie Grundseite, na klar. Und 15 Meter ist demzufolge? Was ist es für eine Figur? Ja? Na klar, die Deckseite. Und was sind die 14 Meter dann? Ja? Na klar, das ist die Höhe. Ganz genau. Na und jetzt ist es eigentlich ganz leicht. Jetzt brauchen wir uns bloß noch der Formel zu erinnern. Und dann können wir loslegen. Genau so rechnet man es. Man schreibt die Formel also hin. A ist G plus D durch 2 mal H. Dann setzt man ein, was man weiß, setzt man ein. Und dann wird bloß noch gerechnet. 13 mal 14, da haben wir gerechnet 13 mal 13, noch 13 dazu, kommen wir auf 182 Quadratmeter, weil Meter mal Meter ja Quadratmeter sind. Schön, gut. Irgendwelche Fragen bis dahin?
Es gab aber eine Bemerkung, und zwar, was passiert denn? Das könnte ja ganz anders aussehen, das Grundstück könnte auch so aussehen. Hier die 15 und hier hinten die 11 Meter. Oh, und dann soll es die gleiche Fläche ergeben? Oder hier die 15 und hier hinten die 11 Meter. Wenn der Abstand der gleiche ist, dann ist die Fläche gleich. Warum? Stellt euch mal vor, ihr habt einen Stapel Spielkarten oder einen Stapel Bücher. Wir nehmen mal Bücher, das geht im Moment einfacher. Und wir legen mal alle Bücher übereinander. Dann haben wir so einen Stapel. So, die sind schön, glatt, alles gleiche Bücher. Was ist denn, wenn ich jetzt die Bücher verschiebe und das eine Buch schiebe ich hier hin, das andere Buch guckt jetzt hier raus, das nächste Buch ist meinetwegen wieder richtig, so wie es vorher war, das nächste Buch guckt ein bisschen in die Richtung raus, das nächste Buch ist wieder dahin geschoben. Sind es mehr Bücher geworden deswegen? Nö. Und wenn es nicht mehr Bücher sind, dann ist die Fläche, denn ich habe hier eine kleine Fläche, die ist hier angelandet. Ich habe hier eine Fläche, die ist jetzt plötzlich hier. Ich habe hier eine Fläche, die ist plötzlich hier. Ich habe diese Fläche, ja, das ist dann die nächste. Und dann habe ich noch so eine Fläche, das ist die. Und wenn ich die Flächen alle wieder schön ordentlich zusammenschiebe, dann ergibt das wieder diese Fläche. Das heißt, die Fläche hat sich nicht geändert. Mit anderen Worten, wenn ich von dieser Überlegung ausgehe, dann könnte ich doch auch sagen, ein Rechteck mit Abmaßen bleiben wir bei, nehmen wir wieder unsere 5 Meter und hier 3 Meter und ein Parallelogramm, welches noch so verrückt aussieht, mit 5 Metern, haben die gleiche Fläche, wenn das Parallelogramm auch 3 Meter hoch sind. Einverstanden? Ein A4-Blatt hat folgende Abmaße. Und zwar 21 cm und, ich nehme es jetzt mal ein bisschen runter, normalerweise 29,7, aber wir sagen mal, und 30 cm. Zu berechnen ist die Fläche. So, jetzt mal richtig beeilen und dann werden wir mal sehen, wer es hat und der rechnet uns das mal vor. So, ich habe damit angefangen, das zu zeichnen, weil bei einem Rechteck sind die gegenüberliegenden Seiten gleich lang und da habe ich dieses länger gezeichnet, sodass es beides 30, D und G sind. Dann habe ich die, und die Höhe ist dann 21, weil das nur noch übrig bleibt. Die Formel ist A ist gleich G plus D durch 2 mal H. Dies habe ich dann eingesetzt. Es ist eigentlich ziemlich überflüssig, dieses 30 cm plus 30 cm, weil das ja eigentlich logisch ist, dass es gleich lang ist, die gegenüberliegenden Seiten. Ja, 30 cm plus 30 cm durch 2 sind 30 cm mal 21 sind 630 Quadratzentimeter. Ein rechtwinkliges Schuldreieck sei mit folgenden Größen ausgestattet. Es stehen zwei Seiten rechtwinklig zueinander. Und die eine Seite ist 14 cm und die andere der rechtwinkligen Seiten ist 24 cm. Welche Fläche schließt dieses Dreieck ein? Also ich habe erstmal eine Grundzeichnung gemacht und dann das beschriftet. 14 cm ist gleich die G und 24 ist H. Dann habe ich erstmal die Formel aufgeschrieben. Das ist die Formel, wie man das, den Flächeninhalt von einem Dreieck berechnet. Dann habe ich nur eingesetzt und das ergibt dann 168 Quadratzentimeter. Dann habe ich das nochmal mit der zweiten Extremformel. Genau. Und da auch wieder Formel aufgeschrieben, dann eingesetzt und da kam dann dasselbe Ergebnis, 168 Quadratzentimeter raus. So, jetzt, das haben die Schüler selber erklärt, finde ich gut, hat Spaß gemacht zuzuhören, Spaß gemacht zuzuschauen. Mir hat besonders gefallen, nochmal, selbst mit dieser extrem hergeleiteten Formel, die eigentlich gar nicht nötig ist, selbst da kommt das Gleiche raus, also ganz toll. Ich bin zufrieden und wir gehen jetzt gleich in die Pause. Tschüss.